Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal stickerpoint.de und heute habe ich ein quasi Pack-Battle für euch vorbereitet. Und zwar öffnen wir Bundesliga Magitex, drei Multipacks, in denen wir 30 Karten plus eine limitierte Karte haben. Und wir öffnen das Pendant, und zwar drei Blister, wo wir eben auch 30 Karten und eine limitierte haben. Und wir werden uns einfach mal anschauen, was können wir hier heute draus ziehen und ja, was bringt uns am Ende die besseren Karten. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, indem wir das Ganze mal auspacken. So, 1, 2, 3. Drei Päckchen haben wir hier drin in den Multipacks. Und zwar zwei normale Booster von der Bundesliga Matchtech-Serie. Und ein Booster mit 7 Karten, wo die limitierte mit dabei ist. Genau, davon haben wir 3 Stück. Die packen wir jetzt gerade mal alle aus. Ansonsten haben wir hier nur noch so ein Pappding mit drin. 1, 2, 3. Zack, zack. Und letzte Multipack natürlich auch noch. So. Damit haben wir die drei Multipacks schon mal ausgepackt. Die lege ich mal hier auf Seite. So. Und dann haben wir noch die drei Blister. Also bevor ich das nämlich gleich alles einzeln öffne, öffnen wir es jetzt am Anfang. Auch in den drei Blistern gleiches Spiel, 7 Karten inklusive einer limitierten und zwei normale Booster. Kommen hier auf die Seite. Wenn ihr auch Blister oder Multipacks kaufen wollt, weil ihr hier sagt, okay, ich will mein eigenes kleines Pack-Battle zu Hause vielleicht machen, schaut jetzt in die Videobeschreibung. Link dazu findet ihr dort und Gutscheincode findet ihr dort auch. Deswegen auf jeden Fall abchecken. Und ja, wir haben hier die drei Pakete mit den aus den Blistern und hier auf der Seite legen wir noch die so 1, 2, 3, 1, 2, 3. So kann man es ganz gut erkennen. Wir haben hier die Blister, hier haben wir die Multipacks. Stört euch nicht an dem Wasserzeichen hier oben. Ich probiere im Moment ja, damit das die Videoqualität für euch so gut wie möglich ist, probiere ich ein paar Sachen aus. Das kommt auf jeden Fall auch noch weg. Und an der Tonqualität bin ich auch dran. Im letzten Video wurde ja drunter geschrieben, dass das Mikrofon ein bisschen knarzt. Ich hoffe, das ist heute nicht so. Aber ich bin dran, da ja, eine Verbesserung zu bringen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein mit den Blistern. Aber wir starten mit den normalen Boostern und nicht direkt mit den Special Cards. Mal schauen, ob wir hier heute eine Unterschriftskarte ziehen können. Oder ja, eine Karte mit Trikotstück. Die sind auch hier, glaube ich, auch mit dabei, oder? Nee, das waren die Champions League. Naja, egal. Wir haben hier Nadim Amiri. Wir haben Patrick Herrmann. Robert Skov. Manuel Riemann vom VfL Bochum. Alessandro Schöpf. Dann haben wir Corentin Tolisso. Thorgan Hazard. Die Mercedes-Benz Arena, Daichi Kamada, und dann haben wir eine umgedrehte Karte, und das ist Starspieler Baptiste Santa Maria. Den legen wir hier an die Seite. Dann haben wir das Wappen von RB Leipzig, also eine Wappenkarte aus dem ersten Blister, und Moussa Diaby als Matchwinner. Gar nicht so schlecht fürs erste Pack. Eine Wappenkarte direkt gezogen. Sehr nice. Ich hoffe, dass die Ruckler jetzt nur bei mir sind. Ja. Das legen wir mal auf die Seite. Das war das erste Pack aus dem Blister. Startet ja schon mal gut. Und wir schauen rein, was wir hier im zweiten Blister drin haben. Gönnt euch den Online-Code. Gibt es hier immer for free. Wir haben hier den Volkswagen Arena. Und dann haben wir
Benjamin Henrichs, Rhys Oxford, Anthony Modest, Felix Klaus. So, dann haben wir Fabian Reese von Holstein Kiel, Daniel Brosinski, Stadion am Wolfswinkel vom SC Freiburg, Geraldo Becker von Union, wieder eine Karte vertreten. Das ist eine Held vom Morgen Karte und zwar Tuta. Auch nice, dieses Comic Artwork, also Comic Design gefällt mir richtig gut. Dahinter haben wir den Roadrunner Jeremiah St. Just aus dem Kreis der Besten. Auch das ein richtig cooles Kartendesign. Und Matchwinner Sven Michel. Ja, das war das zweite Pack aus dem ersten Blister. Und ich würde sagen, wir machen immer einen Blister auf und einen Multipack und dann ja, gucken wir mal, was wir gezogen haben und dann ja, verteilen wir danach quasi Punkte. Oh, ja, okay, die Limited Edition Karte springt uns hier quasi entgegen. Deswegen drehen wir es mal so rum. Hier der Online-Code für euch. Ich hoffe, man hat es nicht schon gesehen. Wir haben hier noch Wang Hee-chan mit drin. Dann haben wir Florian Kainz. Chima Okorochi. Matteo Klimovic. Nochmal St. Just aus dem Kreis der Besten als Roadrunner. Matchwinner Rufen Hennings. Und unsere Limited Edition Card kommt vom VfL Bochum und ist Silvere Ganvula. Die Karten sehen auf jeden Fall richtig nice aus. Also das Kartendesign gefällt mir richtig, richtig gut. Hier mit dem Weiß-Silber. Und dann, boah, das sieht richtig stark aus. Okay, sehr nice. Schauen wir mal, ob in den Multipacks die gleichen Limited Edition Karten drin sind. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wir werden es herausfinden. Und zwar jetzt, indem wir in das erste Multipack reingehen. Mit dem Online-Code für euch. Und wir haben hier Nordi Mukiele von Leipzig, Moussa Diaby, Niklas Dorsch, Bakary Atta. Oh, diese Karten, das ist immer so kreuz und quer. Anthony Lozilla, eine falsch rum Karte, Manuel Akanji, noch eine Karte falsch rum, das ist Dayot Upamecano, dann haben wir Nils Petersen, Genki Haraguchi, oh, Starspieler Dani Olmo, nice, und dann haben wir, achso, Ballmagnet Wataru Endo aus dem Kreis der Besten vom VfB Stuttgart. Und dahinter haben wir den Matchwinner Danny Latzer von Schalke. So, erstes Pack aus dem Multipack. Oh. Gehen wir rein ins zweite. Dass das hier auch nicht allzu lange dauert die ganze Zeit. Wir sind schon knapp über 8 Minuten. So, Codecard für euch. Mal ein bisschen schneller durch die Karten hier durchgehen. Yannick Gerhardt, die Red Bull Arena. Raphael Ginkiewicz, Kingsley Schindler, Eduard Löwen, Jan Regensburg, ist Kaliskana. Dann haben wir dann Axel Sagadou, die ist wieder richtig rum. Kevin Prinz Boateng, alte Legende. Stadion am Wolfswinkel, Geraldo Becker, Starspieler Sasa Kalajdzic und Matchwinner Danny Blum. Hier nur zwei Special Cards. So. Schauen wir uns an, welche limitierte Karte hier in den Multipacks drin ist. Und diesmal öffne ich es mal so rum, damit sie nicht direkt wieder gespoilert wird. So, wir haben den Online-Code. Dann haben wir Keita Endo, Marc-Oliver Kempf, Joshua Kimmich, Christian Gebauer, Backer. Dann haben wir Starspieler Mateusz Kunja und dahinter haben wir Luca Itta von Kräuter Fürth. Limited Edition Card. Das sind die gleichen wie aus den Dreierblistern.
Aber diese halt, also das Kartendesign gefällt mir richtig, richtig gut. Sieht richtig stark aus. Aber wenn ich die jetzt vergleiche, steht es hier ganz klar 1 zu 0 für die Blister. Denn da haben wir erstens deutlich mehr Karten rausgezogen und meiner Meinung nach auch deutlich bessere, weil wir haben ja zum Beispiel auch ein Wappen. So, räumen wir das mal eben an die Seite, dass wir Platz haben. Zack, zack, zack. Und gehen rein in das nächste Blister. So, was haben wir hier? Einen Online-Code. Dann haben wir, oh, Entschuldigung, für die Kamera war klar. Dann haben wir Paulinho, Nico Elvedi, die Schüko Arena, Paul Seguin, Alfred von Bogason, Leroy Sané, Mahmoud Dahoud, Grischa Prömel, Pascal Stenzel, der ist Augsburger, okay, da haben wir schon ein Wappen. Held von Morgen, Felix Udvokai und wir haben das Wappen von Mainz 05 gemeinsam mit dem Matchwinner Christoph da Ferner von Dynamo Dresden. Also, zweites Blister und schon wieder ein Wappen gezogen. Mal schauen, was uns hier noch so erwartet. Können wir eine der Karten mit den Originalunterschriften ziehen? Das wäre der absolute Knaller. Hier haben wir Kevin Akpoguma, Kevin Mbabu, André Silva, Florian Kainz, Danilo Soares, Christoph Kobalt, Sebastian Ernst, Gonzalo Paciencia, Suat Serdar. Oh! Oh, ich hab's schon geleakt. Oh Mann. Starspieler Simon Zoller. Und wir haben eine Bundesliga-Legendenkarte. Sead Salihovic. Sehr nice. Den haben wir schon mal gezogen in unserem Bundesliga-Matchdex Display. Und dahinter haben wir Matchwinner Daichi Kamada. Also immer mal so die beste Karte aus dem Pack nach vorne packen. So, Wappen Mainz und eine Bundesliga-Legende. Sehr nice. Also das zweite Blister gönnt auch wieder richtig. Mal schauen, was hier jetzt die Limited Edition Card ist. Also es scheint ein Spieler von Union Berlin zu sein. Wir haben hier Benjamin Henrichs, Marc Uth, Sebastian Schonlau. Oh, die Meisterschale der zweiten Liga. Davy Selke, Starspieler Xaver Schlager und Limited Edition Robin Knoche. Sehr nice. Also das wird doch hier auch wieder ein harter Brocken für das zweite Multipack. Können wir hier nach dem zweiten Pack schon ja, einen 2 zu 0 Sieg für die Blister verkünden? Wir schauen mal. Wir haben hier Pavel Kaderabek, Yannick Gerhardt, Ginkiewicz, Kingsley Schindler, verdeckte Karten, Dominik Kohr. Und Pascal Testroth. Und noch eine verdeckte, jawohl. Kaan Kallis-Kaner, Pascal Stenzel, Gonzalo Paciencia. Noch einmal Mikrofonkabel. Starspieler Dani Olmo, den haben wir eben schon gezogen. Und oh, Club 100, Erling Haaland. Nice. Nächster Kartentyp, den wir vorher noch nicht gezogen haben. Und das ist eine verdammt starke Karte. Club 100, Erling Haaland. Und dahinter noch Matchwinner Robert Andrich. Also, das ist doch schon mal. Ja, warten wir schauen mal kurz. Hier steht ja die Pack Ratio drauf. Club 100 ist 1 in 16 Packs. Bundesliga-Legende 1 in 24 Packs. Also, das blistert trotzdem noch vorne. Durch die Bundesliga-Legende Salihovic. Und haben wir hier Online-Code für euch. So, läuft die Aufnahme noch? Nein. Ah, jetzt geht's wieder, oder? Okay. Ich hoffe, man hat noch alles gesehen.
Irgendwie hat sich mein Handy aufgehangen. Also wir haben hier Club 100 Erling Haaland gezogen, falls man das eben nicht gesehen hat. Ich hoffe natürlich, dass man es sehen konnte. So. Wir haben hier im nächsten Spiel Jonathan Tah, Eduard Löwe, Nathan De Medina, Borussia Dortmund, dann Axel Sagadou, Niklas Süle, dann haben wir Suat Serdar nochmal, Marc Flecken, Andreas Vogelsammer, Helden von Morgen, Helden von Morgen, Jermaine Konsbruch. Oh, und das Wappen von Borussia Mönchengladbach, meinem Verein. Wir haben es ja gespoilert im ersten Display, was wir geöffnet haben. Und dahinter haben wir die Trophäe der virtuellen Bundesliga Club Championship. Also eine Wappenkarte hier als Bestes. Ja, natürlich jetzt auch leicht favorisiert, aber wir schauen mal, was hier noch dabei rauskommt in dem Limited Edition Pack. Ein Spieler vom FC Augsburg. Wer könnte das sein? So, wir haben hier den guten Bentley Baxter Bahn, Aaron Martin, Danny Blum, Marcel Sabitzer, Jonas Hofmann, Club 100. Okay, auch das sehr, sehr nice. Und dahinter haben wir Matchwinner Robert Andrich und Limited Edition Jeffrey Gouvelou. Leo, das ist so ein Name, da kann man sich nur versprechen. Ja, also zwei Club 100 und ein Wappen gegen eine Bundesliga-Legende und ein Wappen. Ich persönlich würde jetzt sagen, es steht 1 zu 1, weil wir hier schon zwei seltenere Karten gezogen haben. Deswegen würde ich sagen, wir gehen ins Stechen mit einem 1 zu 1. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr genauso entschieden hättet. Oder ob das für euch ein klarer 2:0-Sieg für die Blister war. Und da starten wir jetzt auch direkt rein, dass wir hier gar nicht lange drum rumfackeln. Wir gehen ins Finale des Pack Battles. Gut, für euch Benjamin Henrichs. Ich drehe die Karten jetzt auch nicht mehr wirklich um. Wir kennen sie ja alle schon. Nadim Amiri, Felix Klaus. Okay, die sind alle so rum. Jetzt der nächste Save wieder verkehrt. Das ist der Wahnsinn. Thorgan Hazard, Jamal Collins, die Mercedes-Benz Arena, Daichi Kamada, der Spieler vom SC Freiburg ist, Emedin Dimirovic, Held von Morgen, Willi Orban, Club 100. Okay, es regnet Club 100 Spieler heute. Und dahinter Niklas Stark als Matchwinner. Ah, das ist schon die dritte Club 100 Karte, die wir heute ziehen. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. So, wir haben hier Ishak Belfodil, die Volkswagen Arena, Reece Oxford, Anthony Modest, Fabian Reese, Daniel Brosinski, Kevin Prince Boateng nochmal, Stadion am Wolfswinkel, Geraldo Becker, dann den Frankfurter, Philipp Kostic als Starspieler und Club der Besten, nee, Kreis der Besten, Betonmauer, Martin Hinteregger und dahinter noch Matchwinner Stefan Kutschke. Und bei der Karte hier steht Matchwinner nicht drauf, weil das normalerweise hier in Silber steht. Man das aber dann nicht sehen würde. Ich habe mich beim ersten Video schon gefragt, wieso. So, und dann schauen wir noch in das Limited Edition Pack rein. Und hier ist die Karte wieder falsch rum. Deswegen muss ich das Pack so rum aufmachen. So. Online-Code für euch. Und dann haben wir hier Matthias Ginter, Masata Okugawa, Leon Goretzka, Nico Schlotterbeck, nochmal ein Wappen vom FC Augsburg, okay. Dahinter Matchwinner Florian Niederlechner und unsere Limited Edition Card ist von Mainz 05 und es ist Moussa Niakate. Ah, dieses Kartendesign ist einfach richtig, richtig gut. Und wir haben hier auch ordentlich was vorgelegt. Club 100, Betonmauer und ein Wappen. Da wollen die Blisters das nochmal richtig wissen. Können wir das mit dem letzten Multipack ausgleichen? Die letzten drei Booster in diesem Video. Wir haben Dennis Geiger, Maximilian Arnold, Willi Orban, Van de Horn, Mike Van de Horn, Dixon Amariba, dann haben wir wieder falsch rum, Thorgan Hazard, Corentin Tolisso,
Der ist wieder richtig rum. Davy Selke, Roland Salay, Starspieler Sasa Kalajdzic und nochmal Erling Haaland. Diesmal allerdings als Tormaschine aus dem Kreis der Besten. Und dahinter als Matchwinner Sven Michel. Also Kreis der Besten. Haaland ist hier die beste Karte draus. Jetzt wird es schon, also haben wir schon eins ja, quasi ausgeglichen. Es könnte also noch spannend werden. Okay, das Booster war schon angerissen. Auch sehr sympathisch. So, ja. Okay, ich muss hier definitiv am Setup noch was ändern. Es tut mir wirklich leid für das Kamerakabel. Das Mikrofonkabel. So, gut für euch. Wir gehen rein in das vorletzte Pack mit Palacios. Nochmal Jonas Hofmann, Moritz Haier, Sava Arangil, Sestic, Robert Tesche, dann wieder einen falsch rum, Philipp Hosina, der auch falsch rum wahrscheinlich, genau. Jamilo Collins, Philipp Förster, Martin Hinteregger, Jermaine Konsbruch und ein Wappen, Sportclub Freiburg und dahinter Matchwinner Finn Bartels. Sehr nice. Und es entscheidet sich tatsächlich im letzten Booster. Wir haben Kreis der Besten ausgeglichen, Wappen ausgeglichen. Wenn hier jetzt eine Top 100, Club 100 Karte drin ist, haben wir hier ein ganz klares Unentschieden. Schauen wir mal, was da kommt. So, wir haben Daichi Kamada, Santiago Ascasibar, Niklas Süle, Sebastian Andersson, Ben Zulinski, Daishavi Redan als Helden von morgen und Jeffrey Gouvelou nochmal. Leider keine Top Club 100 Karte und damit geht der Sieg mit 2 zu 1 an die Dreipack-Blister. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn wir das nochmal machen sollen, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben heute ordentlich geile Karten gezogen. Hat mich auf jeden Fall wieder richtig gefreut. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich bin raus. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.